Ich war immer schon sehr schnell und ein bisschen größer als alle anderen. Ich renne durch die Abwehren durch, als wäre es mir eine Freude. Und fürs zweite Spiel kommen die ganzen Eltern von den Gegnern. Die hacken auf mir rum, ich bin zu alt. Und dann durfte ich danach nicht mehr mitspielen. Wir haben das zweite Spiel verloren und wir waren aus dem Turnier raus. Weißt du, was 36 Boys ist? Nee. Das ist eine Gang damals, okay. In Kreuzberg. Ich habe damals in der Jugend, als ich 16 war, ich habe mir hier oben 36 Boys intätowiert und habe das übertätowieren lassen. Arturo Vidal ist der Grund, weshalb ich in Deutschland spiele. Bei der Weltmeisterschaft 2010, U17 Weltmeisterschaft, war ich mit Malik Müller von den Hamburger Towers und Andrew Drummond auf der Reeperbahn zusammen ein bisschen trinken. Herzlich willkommen zum einzigen Format auf diesem Channel, bei dem meine Erfolgsquote noch geringer ist als bei Horst. Tell the Truth, 4 Profis, 4 Geschichten, nur eine ist wahr. Und den Anfang machen wir heute in München bei Paul Zipser. Hallo Paul. Servus. Ich bin sehr gespannt. Erzähl mir, was hast du für eine tolle Geschichte mitgebracht? Also meine Geschichte, ja, es ist aus meiner Kindheit, eine Rugby-Geschichte. Rugby-Geschichte, okay. Also bevor ich Basketball gespielt habe, habe ich eigentlich jede Sportart sonst, die es in Heidelberg zu tun gibt, probiert. Rugby ist so eigentlich die größte Sportart, vielleicht außer früher Basketball in Heidelberg. Die ganzen Nationalspieler sind eigentlich alle in Heidelberg. Und ich habe Handball gespielt, ich habe Fußball gespielt, ich war Leichtathlet. Und dann irgendwann habe ich Rugby auch mal probiert, weil ich halt ein paar Freunde auf der Schule hatte. Und ich war immer schon sehr schnell und ein bisschen größer als alle anderen, kannst du vielleicht denken. Ja, und wir hatten ein Turnier. Das erste Spiel, ich renne durch die Abwehren durch, als wäre es mir eine Freude. Also wir gewinnen das erste natürlich, ansonsten würde ich es ja nicht erzählen. Und fürs zweite Spiel kommen die ganzen Eltern von den Gegnern zu uns und sagen, ey, der Spieler, was ich für eine Nummer hatte, der ist zu alt. Also wir hatten anscheinend keine Spielerausweise. Und ja, die hacken auf mir rum, ich bin zu alt. Mein Vater war da, meine Mutter leider nicht. Die hat vielleicht sich besser durchgesetzt. Mein Vater hat nichts anderes machen können, als das hinnehmen. Und dann durfte ich danach nicht mehr mitspielen. Wir haben das zweite Spiel verloren und wir waren aus dem Turnier raus. Okay. Könnte sogar sein, dass das letzte Mal war, dass ich Rugby gespielt habe. Okay, okay. Nächste Geschichte. Wir springen nach Ludwigsburg. Ich bin hier mit Konstantin Konga. Hallo Konsti. Hallo. Auch du hast eine Geschichte für mich. Richtig. Und ich bin schon ganz gespannt. Also ich habe damals in der Jugend, als ich 16 war, du siehst ja, ich habe viele Tattoos. Ja. Ich komme aus Kreuzberg. Ich habe mir hier oben 36 Boys intätowiert und habe das übertätowieren lassen. Das war damals mit 16. Hier sieht man auch vielleicht Van Aap noch hier. Ich habe mir das hier rüber tätowieren lassen. Ja, weißt du, was 36 Boys ist? Nee. Das ist eine Gang damals, okay. Aus in Kreuzberg. Und ja, ich fand es damals geil und das habe ich gemacht und danach habe ich es mir relativ schnell übertätowieren lassen. Sebastian Herrera ist da. Freut mich, dass du da bist und ich bin jetzt gespannt, was du mir erzählen möchtest. So, Arturo Vidal ist der Grund, weshalb ich in Deutschland spiele. Okay. So, die nächste Geschichte. Johannes, schön, dass du da bist. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Bei der Weltmeisterschaft 2010, U17 Weltmeisterschaft, war ich mit Malik Müller von den Hamburger Towers und Andrew Drummond auf der Reeperbahn zusammen ein bisschen trinken. Okay, ja, erzähl mal ein bisschen, wie ist das zustande gekommen? Ja, wir hatten im Prinzip spielfrei und ich war mit Malik im Zimmer, der war mein Zimmerkollege und die kannten sich damals vom Jordan Brand Classic schon. Und Andrew Drummond und ein paar andere Jungs von den USA wollten eben auf die Reeperbahn gehen, weil am nächsten Tag war spielfrei. Und dann ja, sind wir kurz ins Schloss mitgegangen. Okay, das kann ja durchaus sein. Gut, dann stelle ich dir jetzt 3 Fragen. Meine erste Frage wäre, du hast ja zuletzt gesagt, das war das letzte Mal, dass du Rugby gespielt hast. Könnte sein, ja. Warum hast du denn dann aufgehört, wenn du so gut warst? Du hättest ja theoretisch nur diesen Teilnehmerausweis beantragen müssen, dann hättest du ja immer dein Alter nachweisen können. Ja, ich würde sagen, dass ich nicht mehr gespielt habe, weil ich eigentlich nur für die Offensive da war. Also dieses ganze Tacklen und alles war nicht so mein Ding. Ich hatte eher die Aufgabe, den Ball zu bekommen oder das Ei und okay. Dann durchzurennen. Okay. Du warst 16, hast du gesagt, ne? 16. War das dein erstes Tattoo? Nee. Da, wie viel das Tattoo war das? Zweites. Das zweite. Okay. Das sind ja schon 2 Fragen. Ja. die hängen zusammen. Die hängen zusammen. Okay, ich darf 3 Fragen stellen. Natürlich die logische Frage ist erstmal, wieso ist er der Grund? Führ das mal bitte aus. Ja, wir kennen uns seit Jahren schon. Ich habe mit seinem jüngeren Bruder Fußball gespielt. Und wir sind beide aus Santiago und wir kennen unsere Familien schon. Und als ich nach Trier gezogen bin, TB Trier damals, hat in Leverkusen gespielt und ich habe ihn nach Rat gefragt. Du hast ihn nach Rat gefragt, als du hier warst? Ne, als ich das Angebot bekommen habe, wollte ich wissen, wie es da ist, wie es so läuft.
Okay. Was ist das? U17 war das? Das war die U17-Weltmeisterschaft in Hamburg 2010. Frank Menz war Trainer. Okay. Und Malik Müller war auch mein Zimmergenosse und die kannten sich eben und dann haben die irgendwie hin und her getextet. Okay, woher kannten die sich? Von dem Jordan Brand Classic. Ah, ja, das haben die davor. Okay. Ja. Zweite Frage, ganz kurz und simpel. Wie alt warst du denn da wirklich? Ich denke so 9 oder 10. Ach, so jung noch? Okay. Ja. 9 oder 10. Und dann waren die Eltern schon so dahinterher. Okay. Wie lange hattest du das Tattoo? Wie lange? Also, ja, genau. Es waren, glaube ich, ein halbes Jahr, wenn es hochkommt. Ein bisschen länger, schon fast ein Jahr. Ja? Also ein halbes Jahr bis Jahr, also drei Viertel. Okay, und was war dann seine Antwort? Was hat er dir über Deutschland erzählt, was dich dann dazu bewegt hat, das Angebot anzunehmen? Er meinte, Deutschland ist sehr sicher, man kann hier richtig gut leben und da vom Niveau her, Sportler können auch ein Leben haben. Von daher, ja, das war sehr überzeugend. Okay, und du hast gesagt, du hast mit seinem Bruder Fußball gespielt? Ja, mit seinem jüngeren Bruder, aber ich habe nur kurz Fußball gespielt und dann bin ich gewachsen, dann bin ich zum Basketball gewechselt. Und ihr wart nur zu dritt unterwegs? Es waren noch ein paar andere Jungs dabei, aber die USA, der auch, hatten richtig viele Typen mit dabei. Bradley Beal war auch mit dabei, Quinn Cook und so. Aber Bradley Beal ist daheim geblieben und Quinn Cook war mit dabei und ein paar andere Jungs, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen. Okay. Dann die letzte Frage, wenn das dein allererstes Rugby-Spiel überhaupt war, ne? Das erste? Ne, das erste war es nicht. Wir haben davor auch mal gespielt, aber das war ein Turnier. Das war ein Turnier, okay. Was frage ich denn jetzt? Welche Trikotnummer hast du? Wahrscheinlich irgendwas Dreistelliges. Ich weiß, ich kann Dreistellig? Dir nicht sagen. Nein, ich kann es dir nicht sagen. Kannst du nicht sagen? Mm-mm. Bei deinem ersten Turnier? Kannst du dich nicht an deine Trikotnummer erinnern? Ich kann mich gerade so dran erinnern, was ich gestern gegessen habe. Okay, okay. Ja, das ist schon ein bisschen verdächtig. Aber ich will mich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich werde mir die anderen einhören und dann meine Entscheidung fällen. Vielen Dank auf jeden Fall. Okay, da warst du ja immer noch 16, 17, also noch relativ jung. 17 bin ich da. Ja, was hat dich da so schnell umgestimmt, dass du sagst, finde ich doch nicht so cool? Ich weiß nicht, also in dem Moment dachte ich mir, dass ich es geil finde, weil ich Teil dieser Gruppe sein wollte. Und dann habe ich gecheckt, relativ schnell, dass das eigentlich der größte Schwachsinn ist. Meine Mutter war auch nicht sehr begeistert davon. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann muss so schnell wie es geht weg. Und da ich damals eh viel am Tätowieren, also oft zum Tätowierer gegangen bin, habe ich mir gedacht, mach ich einfach rüber. Passt schon. Okay. Dann wäre die letzte Frage noch, wie heißt dein jüngerer Bruder? Luis Vidal. Okay, okay, okay. Hast du dich dann auch den Abend so ein bisschen mit Andrew Drummond unterhalten? Ja, weniger. Der war ein bisschen bei Malik und bei seinen Jungs halt. Und ja, ich habe mich mit ein paar anderen immer unterhalten. Ja, wir sind da losgezogen und dann waren wir halt in ein, zwei Clubs. Und dann, wir waren, glaube ich, aber auch schon wieder um 1:30 oder so waren wir dann daheim. Nächsten Tag war ganz relaxed, nur Frühstück und abends war ein bisschen Training. Und hat keiner mitbekommen. Okay. Bis jetzt. Okay, bis jetzt. Jetzt ist es öffentlich. Wir haben es aufgedeckt. Frank Menz. Skandalgeschichte. Morgen kriege ich einen Anruf. Hier ist noch nachträglich gesperrt. Ein paar Linienpendel laufen. Gut, das reicht mir an Infos. Ich mache mir meine Gedanken. Auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Und ich kann jetzt gerade noch nicht sagen, ob ich dir glaube oder nicht. Ich muss mich ein bisschen... Überlegst du mal. Ja, ich überleg's mir. Vielen Dank. So, es ist wieder soweit. Ich muss mich entscheiden. Es ist wie immer nicht einfach. Ich vertraue jetzt einfach meinem Bauchgefühl. Ich möchte mich zuerst gegen die Geschichte von Paul entscheiden. Ich weiß nicht, ob er einfach mich da ein bisschen auf eine falsche Fährte locken wollte, aber für mich war das zu unschlüssig. Für mich kamen die Antworten nicht souverän genug und mit der Trikotnummer, mit dem Alter, das wusste er alles nicht genau. Kann natürlich auch ein Trick sein, aber für mich wirkte es gelogen. Deswegen entscheide ich mich gegen die Geschichte von Paul. Außerdem, und da habe ich gar keine wirkliche Begründung, das ist wirklich einfach Bauchgefühl, entscheide ich mich gegen die Geschichten von Consti mit dem Tattoo und auch Sebastian mit Arturo Vidal. Hinzu kommt, dass die vierte Geschichte, die ich für wahr halte, mir am glaubwürdigsten erschien. Johannes Richter. Ich weiß, dass Andre Drummond bei der U17 dabei war damals. Und dann ist es für mich einfach nicht mehr so abwegig, dass man sich da mal im Weg läuft, vielleicht abends aufeinander trifft und dann mal was zusammen trinkt. Von daher ist das mein Tipp. Johannes, bitte enttäusch mich nicht. Bitte hab mich nicht belogen. Das würde mich sehr verletzen. Leider, die Geschichte ist nicht wahr. Ich kenne Arturo gar nicht, noch nie mit ihm was geredet. Aber es wäre sehr, sehr cool. Sebastian. Meine Geschichte ist falsch.
Danke, danke. Aber die gab es wirklich, 36 Boys. Das glaube ich dir. Ja. Und hast du wirklich ein anderes Tattoo drunter? Nein, das war einfach nur kacke. Das ist einfach nur verkackt. Das okay. Also keine Narben vom Überstechen. Nee, okay. Aber ist auf jeden Fall falsch. Würde ich mir niemals tätowieren. Nee. Okay. Auch wenn ich aus Kreuzberg komme. Nee. Okay, dann lag ich richtig. Sehr gut. Das heißt, jetzt wieder 50-50. Lieber Siebes, diese Geschichte war leider nicht wahr. Damals waren wir noch sehr professionell und sind natürlich während der Weltmeisterschaft nicht weggegangen. Aber am letzten Abend haben wir es dann ordentlich krachen lassen mit dem Team. Aber nur innerhalb der Mannschaft. Also meine Geschichte ist wahr, ja, leider. Das war eine bittere Erfahrung. Ja, die Eltern von den Gegnern wollten wirklich, dass deren Kinder die Spiele gewinnen jetzt. Und ja, das haben sie anscheinend geschafft. Die Jungs kennen jetzt das Format und deswegen stellen sie sich extra so ein bisschen unwissend an und stottern manchmal oder wissen eine Antwort vielleicht nicht ganz genau, damit ich denke, sie lügen. Und dann ist die Geschichte wahr. Ja, ich bin wieder drauf eingefallen. Paul, sehr, sehr gut. Johannes auch sehr, sehr gut gelogen. Weiterhin kein Erfolgserlebnis hier in diesem Format. Ich werde es weiter probieren, aber es läuft einfach nicht. Ich gebe auf jeden Fall nicht auf. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaut euch auch gerne alle anderen Folgen an. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst einen Daumen hoch da und natürlich auch ein Abo. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Haut rein.